Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Oh, wir haben sogar Scanner. Du wartest jetzt. Du kannst jetzt noch die 15 Minuten warten. Dein Scheiß, ja. Jetzt kommt der Hund dahin. Ja, so ist brav. Und will die ganze Zeit genuddelt werden. Kaum fange ich an aufzunehmen, will sie raus. Die ist so doof. Die sitzt schon eine Stunde bei mir. Kaum nehme ich auf, will sie, dass das rauskommt. Ah. Neues Artifish-Telefon, Artifish-Telefon. Riven by Tree, Artifishman Smartphone, Artifishman Smartphone. Was? Riven by Tree, Riven by Tree. Warum sind das jetzt hier? Leute, das verstehe ich jetzt nicht. Warum sind das drei? Lass mich mal. Oh, das ging aber schnell. Das ging schnell. Leider kann ich die nicht. Oh, die kann ich auch nicht. Oh, come on. Ich will keine Person mit einem blöden, friedlichen Arbeitsumfeld. Wollt ihr mich verarschen? Oh, das ist doch doof. Was haben die alle mit dem friedlichen Arbeitsumfeld? Dann nehme ich dich, dann nehme ich dich. Solange es nur gut zu haben ist. Es darf bloß nicht kritisch sein. So, erstens, ihr geht alle mal Saturn West. Und alle, die ausgewählt sind, sind eingestellt. Dankeschön. Ich beschäftige 100 Mitarbeiter. Holy shit. Es ist unerwartet. So, Headhunter. Ich hätte jetzt gern noch Sicherheitsleute. Selbes Profil. Du weißt, was zu tun ist. Rekrutierung beginnt. Dankeschön. Dann wollte ich in den Bismen gucken, unter Süd und dann unter Inventar. Du wirst mir also sagen, ich unterbiete die bei ein paar hundert Euro. Gleichzeitig würde ich aber gerne wissen, wo konnte ich das wieder denn hier? Oh, ich treffe gerade so den Demand. Indem ich, so warte mal, ich muss jetzt selber mal gucken, damit ich dann weiß, was ich hier reinbringe. Dann mache ich mir jetzt ein Foto von. Wisst ihr, ich bin sau genial teilweise. Sonst wäre ich kein ITler geworden, wenn ich nicht sau genial zwischendurch wäre. Ich mache mir jetzt hier ein Foto mit meinem Smartphone. Dann habe ich hier eine Liste. Weil wenn ich jetzt hier eine angebe, was ich dann importieren muss, wie viel Platz haben wir denn da hinten? Ernsthaft? Ich zahle für zwei Regale? Leute, uncool. Also ich finde es schick, wie sie es gemacht haben, aber das hätte man doch wesentlich effizienter designen können, oder? Ne, hoffen wir, dass es reicht. Wir werden sehen, wie viel wir verkaufen. Wir machen jetzt Folgendes. Bismen. Das sind meine ganzen Lieferpläne. Logistikmanager. Saturn hinzufügen. Saturn West. Okay. Also erstens, du brauchst Papiertüten. Ich gebe dir mal so 1500. Ich hoffe, du kriegst es rein. Sind das die ganzen Sachen, die da angezeichnet sind? Schaut so aus. 200 würde ich gerne bei dir auf dem Lager von allem, was du brauchst. Und dann werden wir sehen, wie gut das hält. Sollte immer so 200 auf Mindestbestandlager sein. Gut, dann geht's wieder nach Hause. Taxi! Einmal einsteigen und dann fahren wir nach Hause. Bis dahin sollten dann hoffentlich die neuen Mitarbeiter schon beworben sein. Ja, schau an, super. Da brauchen wir auch 5 Stück von für die Sicherheitsmänner. Ach, leck mich doch. Du taugst mir. Du taugst mir auch. Du taugst mir auch. Super. Nein. Perfekt. Ihr seid alle Saturn West. Dann kann ich hier rein theoretisch morgen schon eröffnen. Super. Und ihr seid alle eingestellt. Nice.
Und der Rest, raus mit euch. Verwerfen. Yes. Und dann nochmal kurz meinen Headhunter anrufen. Mohammed! Wo ist mein Mohammed? Headhunter. Registrierung beenden. Dankeschön. Dann gehen wir ins Haus. Ich esse jetzt noch nichts, weil ich brauche noch nichts. Aber ich würde kurz nochmal in den Bismen gehen, in Saturn West, in Zeitplan. Und anfangen mit meinen Putzleuten. Ich hätte gerne, dass die nicht so ein bisschen überlappend arbeiten. Hier drei. Schau mal, vielleicht können wir das noch ein bisschen anders designen. Wenn ich sage drei schon. Zwei Stunden oben drüber, so. Wieso 70 Stunden? Achso, ich habe den falschen ausgewählt. Hoppala. Du warst es. Gut. Dann passt das schon mal. Dann haben wir hier immer so zwei Stunden überlappend, wo sie zusammenarbeiten und sonst immer einer. Nur hier sozusagen einmal drei, aber das ist in der Frühschicht. Gut, dann haben wir noch Security und das würde ich relativ ähnlich designen. Dass sozusagen immer zwei Stunden überlappend ist. Ist ja mit dir auch hier. Und der Früh 3. Dann seid ihr gut ausgelastet. Super. Das ist jetzt unser Wochenarbeitsplan. Alle sollten damit zufrieden sein. Super. Finde ich super. Das finde ich grandios. Und morgen sollte dann die Lieferung kommen. Wir stehen schon extra früh auf und 2 Uhr nachts schon, ob das lief und was. Gut, und dann kann ich ja jetzt Bismen sagen. Elektronikladen. Geöffnet! Und jetzt gehen wir nochmal schlafen. Für bis 8 Uhr oder sowas. Ich muss die Preise noch anpassen. Das habe ich vergessen, das Wichtigste. So, da ist mal schnell und dann können wir die Preise anpassen. Was ist das? Dafür gehen wir vor Ort. Ich brauche ein Taxi. Taxiunternehmen? Irgendein Taxiunternehmen, bitte? Please, I need a taxi. Entschuldigung. Du bist meine Rettung. Fuck, ich hätte dich kommen lassen können, ne? Nicht so gemeint. Nein, nein, nicht so denken. Seid ihr wahnsinnig? Ich bin erst um 11 Uhr da. Wahnsinn. Schau mal rein. Hallo, mein... Oh, Gottes Willen, Leute! Erstens, ich habe euch noch gleich keine Person zugewiesen. Personalleiter, du hast noch keine Mitarbeiter. Mitarbeiter zuweisen, nein, füllen. Dankeschön. Hast du nicht schon mal ein paar Mitarbeiter schulen bis 100%, wenn es geht? Dankeschön. Dann muss ich eure Kleidung noch einstellen. Ich habe das total vergessen. Ich finde es schade, dass ich hier nicht sagen kann, ausgewählt nur von aktuelles Unternehmen. Wird wahrscheinlich das unterste sein, ne? Also ich muss mir überlegen, wie viele Mitarbeiter ich allein schon wieder eingestellt habe. Ich glaube 15 Stück oder sind das jetzt nur für den Saturn West, die hier arbeiten. Ich weiß gar nicht, ist es schlau, Teilzeitleute einstellen dafür von mehr? Oder warte mal, Saturn West hört hier auf. Das ist der Unimarket schon. So, ich hätte gern für euch Unifirmen zuteilen. Saturn. Bestätigen. Security-Person läuft dem hinterher.
Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal im Bissmann schauen unter Saturn West. Ich bin gespannt, wie viel Umsatz der macht. Und zwar gehen wir jetzt auf Inventarpreise. Ich gehe mal auf 400 und schaue, ob wir damit den höchsten Preis noch haben. Heben wir noch. 500. Nein, haben wir. Okay, also bleiben wir bei 400, würde ich sagen. 419. Wir gehen bei dir auch mal 500, dann sind wir auch bei 419. 1000. Der günstigste Preis, 1500. Dann machen wir 959. Bei dir gehen wir mal auf 500. Da gibt es gar keine Alternative. Dann machen wir 199 draus. Die haben hier keine Musikanlage eingebaut. Ernsthaft? Wow. Krankenversicherung. Das ist super. Akzeptiere ich. Dankeschön. Dann ist nicht dieses mit der Versicherung auch abgeschlossen. Ich hole einen Lautsprecher. Taxi! Du kommst mir wie gerufen, mein Freund. Ich muss mal schnell zu IKEA. Wo ist IKEA? IKEA! Die wollen ja unbedingt schon wieder Lautsprecher haben. Ich verstehe es nicht. Danke fürs Abschmeißen. Ich brauche so einen Rütteldi-Dutsch. Da, warte mal hier. Wir nehmen die guten JLB-Lautsprecher. Ich glaube, die können wir sogar liefern, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, die können sogar liefern. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber ich glaube, sie können liefern, wenn sie wollen. The big if is if they want to. Not if they can, but if they want. Guck, da ist doch mein Taxi. Mein Taxiunternehmen. So. Wir wollen ja schauen, dass der Laden gut läuft. Ich weiß gar nicht, ist bei dem anderen Laden eigentlich Lautsprecher drin? Hello, my friends. Hello, hello, hello. Gucke mal. Wir machen jetzt das hier wie eben. Alter, damit ab. Alter, ist das übel. Ich platziere das mal hier. Ich will zum Skaterpark. Weiß jemand, wie ich zum Skaterpark komme? Ah, Taxi. Ach, guten Tag. Ja, genau sie brauche ich. Ich muss zum Skaterpark. Und ich brauche was zu essen. Fuck. Gibt es nicht beim Skaterpark zufällig was zu essen? Skaterpark hier, nächstes Restaurant. Fuck, hier. Ich muss schnell was essen. Gib mir Getränkedose, Pizza und Pommes. Ich habe kein Problem mit dem Money. Give me everything. Oh Gott, ist das eine Longline. Oh Gott, den Laden kaufe ich. Den kaufe ich. Der funktioniert super, hat Pizza, Burger und Pommes. Dem fahre ich noch eine Frittenbude rein, dann hat sich das Ganze erledigt. Wo stehe ich denn eigentlich? Ach, ich bin gerade dran. Schön. Ja, das ist mein Essen. Getränkedose, Pommes und Pizza. Dankeschön. Wie viel haben wir jetzt? Oh, ist schon so spät. Oh je, ist so spät. Das zweimal Lukas Pizza nebeneinander. What? Haben die ernsthaft zweimal nebeneinander denselben Laden eröffnet? Do you wanna kidding me? Weiß jemand eigentlich, wo hier die nächste U-Bahn ist? Dich finde ich super. Bleib mal stehen. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich fahre jetzt trotzdem nochmal bis zu dem Park hier.
Einfach auch wenn es nur für ein bisschen ist, damit ich morgen wieder den blöden Bonus bekomme. Wenn ich nur hier kurz hier vorne drin stehe. Ich kann ja bis 21 Uhr rumdübbeln. Ich will sehen, wie viel morgen der Umsatz bringt. Und ob wir den anderen Laden aus dem Geschäft hauen. Weil wenn ja, er wird nicht happy sein, ich sag's dir. Schau mal, Happiness, ich hasse es. Ich müsste da einen ganzen Tag drin verbringen, damit es vielleicht für eine Woche hält. Dann mache ich wieder den ganzen Tag im Skaterpark, nur damit ich happy bin. Das ist so ein bisschen die einzig nervige Sache an der Zufriedenheit von einem, weil das ist aufwendig. Du kannst nicht sagen, bleib im Park für so und so viele Stunden, sondern du musst halt hier... Ich weiß gar nicht, probieren wir doch mal, was passiert, wenn ich die Bank nutze und sage, ich bleib hier 2 Stunden. Gilt das? Aha. Das gilt? Oh ne, ich sollte nach Hause gehen. Taxi! I wanna go home! Ich will nach Hause! Ich will nach Hause! Taxi! Bring mich nach Hause! Müde. Ich wollte gerade sagen, mein Taxi, oder? Und? Oh, schade, keinen großen Umsatz gemacht. Ich will nach Hause. Oh, ich habe einen Vogel gefressen heute schon wieder. Ah, hier echt keinen Umsatz gemacht mit dem Laden? Das verwundert mich jetzt gerade sehr stark. Saturn West 1200 Euro. Ernsthaft? Nur? Das ist so weird. Das ist so weird. Was hat er eigentlich gemacht? Extra Garn, das Bekleidungsgeschäft, macht ihm 500.000. Das Complete Food hat einen Wert von 36 Millionen. Den Laden muss ich ihm vernichten. Wo ist denn der? Ah, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Ich wollte einmal ein bisschen schauen, wie lange unsere Sachen noch halten. Super. Ich kann jetzt einmal nochmal durchschlafen. Ich will schauen, ob morgen die Preise sozusagen hochsteigen. Das würde mich interessieren noch. Das ist sozusagen unser letzter Akt für heute. Ernsthaft? Es bleibt gleich? Ich hätte echt geglaubt, dass unsere Preise sehr, sehr gut sind. Habe ich irgendwas verpasst? Der macht nur 2000 Umsatz. Hallo? Hä? Inventar und Preise. Von den Neues verkaufen wir wohl sehr viel. Guck mal, von den Neues verkaufen wir sehr viel, von dem Rest halt wenig. Was ist, wenn wir dich auf 399 senken, dich auch auf 399 und dich auf 899. Mach mal 799. Mach mal hier eine große. Schau, da sind wir sogar im grünen Bereich. 5,9. Lies jetzt mal auf 5,9. Schau mal, was sie dann sagen, weil der Verkauf ist halt. Ich hoffe, dass wir dann sozusagen noch ein bisschen Steiger haben, weil wenn wir das anschauen, das ist jetzt schon wieder absinkend vom Wert hier. Guck dir das an. Was ist denn das? Der macht 16.000 Umsatz. Das ist unser schlechtester Laden. Da ist Nice and Clean besser. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.